Wie funktioniert das Hormonsystem? Das Hormonsystem ist für die Herstellung und Ausschüttung von Hormonen verantwortlich. Hormone sind wichtige Botenstoffe in unserem Körper. Sie ermöglichen es, Zellen und Organen miteinander zu kommunizieren und beeinflussen damit viele Vorgänge im Körper, unser Verhalten und unsere Gefühle. An der Bildung von Hormonen sind verschiedene Organe beteiligt, wie zum Beispiel die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse und die Nebennieren, sowie die Hoden bzw. die Eierstöcke. Auch von Teilen des Gehirns können Hormone freigesetzt werden. Hormone werden als Reaktion auf bestimmte Reize ausgeschüttet. Das kann zum Beispiel ein erhöhter Blutzuckerspiegel sein, aber auch äußere Einflüsse wie Stress. Die Hormone werden unter anderem in die Zellen in der unmittelbaren Umgebung abgegeben oder über die Blutbahnen zu einem weiter entfernten Ziel transportiert. Über sogenannte Rezeptoren gibt ein Hormon seine Information schließlich an die Zelle weiter und löst dort eine Reaktion aus. Rezeptor und Hormon müssen dabei zusammenpassen wie ein Schlüssel zum Schloss. Weil nicht jedes Hormon zu jedem Rezeptor passt, wirken Hormone nicht überall im Körper, sondern gezielt dort, wo ihre Informationen gebraucht werden. Die Aufgaben der Hormone sind vielfältig. Zum Beispiel steuern sie den Energie-, Salz- und Wasserhaushalt im Körper. Bei Kindern und Jugendlichen regen sie Knochen, Organe und Muskeln zum Wachsen an. In der Pubertät beeinflussen die Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen den Körperbau. Die Wirkung von Hormonen können wir zum Teil auch bewusst im Alltag wahrnehmen. Droht zum Beispiel eine Gefahr, lässt das Stresshormon Adrenalin unter anderem das Herz schneller schlagen und erhöht den Blutdruck. Dadurch wird kurzzeitig die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit gesteigert, um die Situation zu meistern. Für unsere Gesundheit ist es wichtig, dass die Menge an Hormonen nicht zu stark schwankt. Wenn zu viel oder zu wenig von einem Hormon vorhanden ist oder bestimmte Hormone gar nicht mehr gebildet werden, kann das Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit haben. Dann können Hormone auch in Form von Medikamenten verabreicht werden. Wissen ist gesund.